Ach so, ja, ob ich überhaupt fliegen darf, weil ich ja gar keinen Rückflug gebucht habe, stimmt ja. Beim letzten Mal war es so, dass ich mit Vamos Air geflogen bin von Madrid. Musste ich eine Reservierung machen, dass ich dann und dann wieder zurückfliege und dann durfte ich einreisen. Und in Mexiko haben sie mich dann gefragt, was ich hier mache, dies, das, was das für ein Wisch ist und so. Dann meinte ich nur, dass ich länger bleibe bis November, Dezember und einfach Urlaub mache. Und dann hat die mich auch durchgelassen, ne? Also es war kein Problem. Aber ich weiß nicht, wie es diesmal ist. Keine Ahnung, ist immer so eine Glückssache vielleicht auch. Aber nicht, habe ich gesagt, dann kaufe ich halt einen Rückflug schnell nach Miami oder so, weißt du, wie ich meine? Für 70 Euro. Ist ja scheißegal. Oder sonst wohin. Halt den günstigsten Flug, den es irgendwohin gibt. Irgendwie wird es ja immer, ne? Bis jetzt hat es immer geklappt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Es wird sehr, sehr lustig bestimmt. Und oh, mein Ansatz, ne? Mein Ansatz. Den darf man jetzt nicht sehen. So am besten. Genau. Ich werde meine Haare rauswachsen lassen. Ob ich das jetzt schaffe oder nicht, das werden wir dann sehen. Aber es ist mein Plan. Und deswegen setze ich auch gleich eine Cappy auf, weil das geht so nicht. Dann mach mal so jetzt. Genau, perfekt. Okidoki, dann bis später. Und wünsch mir mal Glück, ne? Das wird schon. Das wird ja immer. Das Secret. Mal positiv denken. So, jetzt sind wir schon am Auto. Und Casey, Katrin, die fährt mich gleich zum Flughafen. Und ich bin jetzt schon ganz neugierig. Und Katrin geht jetzt ins Auto und ich mache das Garagentor zu, ne? Genau. Genau, ich mache jetzt das Garagentor zu. Und ja, ich bin gerade in Köln immer noch. Und ich bin schon ganz neugierig. Ey, scheiße, hoffentlich klappt das mit dem Koffer, ne? Fickte Kacke. Ich hatte noch nie so viel Gepäck in meinem ganzen Leben, noch nicht. Ich habe ja schon alles getoppt hier mit Chaos am Flughafen, umpacken und dies und das. Aber so viel Gepäck, wie ich heute habe, ich habe schon so viel an, ne? Ich habe ja schon hier, das habe ich an, dann habe ich hier noch eine Jacke an, habe ich noch einen Pulli drunter, noch mein Tuch, eine Cappy noch auf, noch eine Leggings unter der Hose. Ich habe ja alles. Hier habe ich Geld drin, Bargeld habe ich hier drin übrigens, ne? Also wenn mich jetzt jemand ausrauben will, hier ist mein ganzes Bargeld drin, meine lieben Freunde, in meiner Hosentasche. Weil man soll ja, meine Mutter hat mir gesagt, auf jeden Fall immer am Körper, nicht im Rucksack. Los geht es. Ab geht die Luzi. So, hier ist mein Rucksack. Oh Gott, Jesus Maria. Ab geht zum Airport, The Airport. Köln-Bonn. Ich war noch nie am Flughafen. Ach nee, du warst ja auch noch nicht, ja? Noch nie an dem Flughafen gewesen und jetzt voll neugierig. Oh Gott, was meinst du? Klappt das mit dem Gepäck? Ja. Ja, sie ist optimistisch. Ich eigentlich auch. Es wird schon irgendwie klappen. Muss. Wir werden es sehen. So, wir sind jetzt hier in Köln, dass wir auch mal was sehen. Das ist die Zülpicher. Hier. Ach ja, die kenne ich doch. Claro. Ja, ja, die kenne ich. Ich habe ja auch mal in Köln gewohnt, 2 Monate zwar nur, aber Köln ist eigentlich echt cool, finde ich. Aber ich finde halt mit einem Auto mega unpraktisch, weil für mega viel Strafzeit muss bis 23 Uhr zahlen. Da finde ich, da geht es ja sogar noch in Stuttgart, obwohl das auch schon beschissen ist in Stuttgart. Am besten ist Braunschweig, Salzgittermann, Hannover. Das ist gut. Und Berlin, finde ich, geht auch voll. Barbarossa-Platz, meine lieben Freunde. Wir sehen noch was von Köln hier. Naja, auf jeden Fall sind wir in einer Viertelstunde am Flughafen. Die Spannung steigt immer noch. Ah, da ist der Dom. Ja, habe ich. Geil. Ja, das ist einfach mal Köln hier. Ah, da habe ich schon öfter Bilder gesehen, dass da ganz viele Leute chillen, ne? Gleich sind wir da. Ich muss da nur mal gucken. Mit wem? Ah, Eurowings. Guck. Ich fliege mit Eurowings und werde mal Eurowings ausprobieren. Da die ja mega günstige Flüge haben, das ist ja nicht normal. Kann man hier parken hier vorne? Mit Parkschein, ja. Ich habe, glaube ich, den größten Koffer, den der Flughafen jemals gesehen hat. Guck mal, hier, der fährt gleich weg, glaube ich, oder? Oder auch nicht. Nee, scheiße, die spielt schon noch. Mann, ich dachte, nein. Scheiße. Verrückte Kacke hier, nee, die Partner. Ja, genau, normal. Guck mal, hier, der. Nee, doch nicht, scheiße. Aha, verrückte Kacke, der fährt schon gleich weg. Da, guck mal da, der weiß was mit dem. Kann man hier nicht stehen? Nee. Nee, hier. Ah, wir haben einen. Ach, hier sind ja Tausend. Ich muss mal gucken. Mit Parkschein. Aber wo gibt's hier? Hier sind auch welche. Ich habe es gefunden. Das ist mein Koffer. Ich weiß nicht, ob man erkennen kann, wie groß der eigentlich ist. Guck mal. Oh nein, hat sich was durchgebohrt. Was hast du denn da drin? Was machen wir jetzt? Ist das schlimm? Nö. Was ist denn das? Das ist auch ganz weit unten.
Ja, auf jeden Fall hat sich da was gerade durchgebohrt an meinem Koffer. Das ist übrigens, ich stehe daneben, das ist mein Koffer. Man sieht, er ist riesengroß. Jetzt ist die Frage, was ist da drin? Was bohrt sich da durch? Ich werde spätestens in Kaguna fahren, wenn ich meinen Koffer öffne. Simsalab. Okay, ich stelle mich jetzt an hier, da. Und mal gucken, was dann passiert hier. Ob das Eis klappt mit meinem Koffer. Ich bin sehr gespannt. Oh Gott, ich bin schon ganz aufgeregt jetzt. So, Überraschung. Total krass. Ich hatte, wie viel? 33,9 Kilo. Und er war richtig cool, total der Nette und hat dann gesagt, ja, aber das Handgepäck ist aber am Rahmen, ne? Weil ich kann ja 32 Kilo mitnehmen. Und außerdem, da ist dann noch Schokolade und so ein Quatsch, was ich drin habe. Und mein Cousin gebe ich noch was mit, also zurück habe ich das ja nicht. Und wegen Rückflug hat er auch nichts gesagt. Oh Gott, hoffentlich komme ich überhaupt rein. Scheiße. Das wird schon klappen, Leute. Das ist jetzt noch die zweite. Die erste Hürde ist auf jeden Fall gemeistert. Ich hatte richtig Herzrasen. Aber ich bin total glücklich, dass ich einfach jetzt kein Übergepäck buchen musste oder so noch. Ich meine, dafür habe ich ja schon gebucht, ne? Muss man ja dazu sagen. Wenn ich umsonst schon 100 Euro bezahle. So, und jetzt gehe ich zum Einchecken und ich bin gespannt, was ich dann alles ausziehen muss. Wahrscheinlich mich wieder komplett, weil ich ja 1 Million Schichten anhabe. Ja. Und es hat einfach geklappt und ich bin total glücklich. Geil, ne? Yay! So, ich werde mich jetzt von der Katrin verabschieden und wir haben jetzt ausgemacht. Katrin, was machen wir? Wir gehen nach Malle. Genau, Katrin geht nach Malle im Sommer und ich auch. Ich komme auch. Wir sind dann 2 Monate da und dann arbeiten wir da und ja, das ist auf jeden Fall jetzt festgehalten als Beweis, Katrin. Auf jeden Fall, ich bin dabei, wenn es klappt. Dann machen wir ganz viele irgendwelche Sachen da. Das wird mega lustig, weil sie war ja schon mal auf Malle und ich ja auch. Wir kennen uns ja von da und ja. Und Katrin muss jetzt leider gehen und ich gehe jetzt auch da rein. Los geht's. Da steht auch Cancun schon dran. F25, B30 und ab geht die Maschine hier. So, ich bin jetzt eingecheckt. Und, ach, da muss ich auch nochmal durch eine Sicherheitskontrolle, fällt mir gerade ein. Und mir ist so mega warm, weil ich ja Thermosocken und so anhabe. Wenn ich in Cancun ankomme, ich glaube, ich sterbe. Und ich muss jetzt nochmal durch eine Passkontrolle. Okidoki, wenn man das mal sieht. Ziemlich viele Leute auf jeden Fall, viele junge Leute. Also letztes Jahr bin ich ja um dieselbe Zeit ungefähr geflogen und da waren, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich war, da bin ich ja, von wo bin ich da geflogen? Frankfurt, ja, aber ich glaube, da waren nicht so viele junge Leute. Auf jeden Fall geht es jetzt gleich los. Jetzt steigt Gruppe B ein. Ich freue mich auf jeden Fall total. Und bin ganz gespannt auf den Flug, wie die Maschine wird, weil der Flug war mega günstig. Ne? Ich habe ja 150 Euro bezahlt, dann habe ich halt Übergepäck schon gebucht für 30 Euro, das heißt 180 und dann habe ich nochmal Übergepäck gebucht, nochmal 10 Kilo mehr, 40 Euro bezahlt. Das ist ja echt günstig, ne? Für einen Weg natürlich. Jo, mal gucken, wie das wird. Ich hoffe, ich schwitze mich nicht tot, aber meistens ist es ja im Flieger mal kalt. Und da muss ich nochmal sagen, Köln-Bonn, ich bin ja gerade in Köln-Bonn am Flughafen. Und da sieht man ja hier, sieht man hier ein paar Maschinen. Nee, auf jeden Fall, der Flughafen ist richtig entspannt. Die sind sowas von freundlich gewesen, die Mitarbeiter. Und auch total leer. Man ist richtig schnell durchgekommen. Ne? Das hatte ich irgendwo anders eigentlich nie. Deswegen, ich bin echt positiv überrascht. Und ja, bis später auf jeden Fall. Ich melde mich dann nochmal. Mit Informationen zur Reiseroute zum Wetter unterwegs, als auch vor Ort, als bald wir die Reise. Und es regnet, das ist jetzt die letzte Regenansicht. Und ich habe heute einen netten Sitz sehr gerne Ihren Kollegen persönlich bei Ihnen vorstellen. Hi. An dieser Stelle und im Namen der Nationalen. Ja, er fliegt auch mal ganz gut, ganz alleine. Und ich habe gerade erfahren übrigens, dass Springback morgen anfängt. Also krass, ich fliege genau zum Springback. Und ich habe mich schon gewundert, warum hier 1 Million junge Leute motiviert sind. Jetzt weiß ich es auf jeden Fall. Und Gentlemen, as far as I know, we have offered the business for the aircraft. All the doors are closed. Wir sind jetzt über New York, aber irgendwie sieht man gar nichts. Aber ist das New York? Nee, ne? Okay, wir sind vielleicht auch noch nicht über New York. Auf jeden Fall sieht man da hinten das Meer und hier ist eine Stadt. Ja. Ja, und wir fliegen übrigens immer noch, wir fliegen jetzt noch genau, lass mich gucken, das ist ja mexikanische Zeit hier. Das heißt, noch 4 Stunden.
4 Stunden und 25 Minuten ungefähr. 4 Stunden. Und so sehe ich mittlerweile aus, völlig fertig mit der Welt. Meine Haare, ganz schlimm. Oh Gott, das darf man gar nicht finden. Und schlafen geht irgendwie auch nicht klar. Wir quatschen hier einfach nur und sagen, es ist ein Film oder eher ein Film. Hier muss man erst mit dem Fahrrad, hier muss man erst dazu kaufen. Ich habe ja nichts dazu geguckt. Und ich denke mir, ich bin eh nicht so der Filme-Mensch. Deswegen chill ich unter Mucke und naja, mal gucken, ob wir über New York sind und dann filmen. Wir sind jetzt über New York. Man sieht aber nichts. Ja, guck mal, ob du was erkennst. Also er geht jetzt, guck mal, ob er was sieht. Ich sehe nicht viel. Aber ich bin schon mal von New York geflogen, also ich weiß ungefähr nicht. Nee, danke. Kein Wasser. Das ist das Einzige, was man sehen kann. Naja, auf jeden Fall fliegen wir jetzt noch 4 Stunden. Immer noch. Die Zeit geht irgendwie nicht rum. Nee, also man sieht allgemein auch nichts, von daher. Also New Jersey siehst du jetzt, aber... Ach ja, da ist ja die Karte. Da sind wir. Das ist die Route, sonst bin ich mal anders geflogen. So, wir sind gleich da, wie man erkennen kann. Richtig gut, wir haben es echt überstanden. Mal abchecken hier die Lade, meine Haare. Wir landen jetzt, ey krass, wie schnell das auf einmal ging. Irgendwie, irgendwas stimmt hier mit der Zeit auf jeden Fall gar nicht. Wir sollten eigentlich um 17:35 Uhr landen. Jetzt landen wir schon um 16 Uhr. Also ich bin der Meinung, es ist 16:55 Uhr. Hier steht, hier ist 15:55 Uhr. Aber das Zeitproblem hatten wir letztes Jahr auch. Das war nämlich so, dass hier irgendwas mit einer Stunde falsch ist. Und jeder denkt, dass es so und so spät ist. Aber in Wirklichkeit ist es eine Stunde versetzt. Ja, gelandet. Und auf dem Boden. Und das Wetter ist auf jeden Fall bewölkt. Keine Sonne. Aber ich bin mir sicher, es ist die Sonne noch kommen mit den nächsten Tagen. Toll. Da haben wir echt fertig aus und so, deswegen ist das so. Und liebe Gäste, auf dem Flughafen von Cancun gelandet, den dürfen wir Das ist das immer direkt nach der Landung. Ja, aber eigentlich soll man doch gar nicht mehr klopfen, oder? So, wir sind jetzt in Cancun angekommen und das Coole ist, ich bin sogar einfach reingekommen, ja? Obwohl ich keinen Rückflug habe, nur einen Hinflug. Ja. Du hast recht, darf nicht so laut sagen. Sagt er da, er da. Er ist mit mir geflogen, den nehme ich jetzt kurz mit ins Centro, weil der hat ja gar keinen Plan, wo er hier ist. Und ich bin ja die Kennerin. Auch das mit der Uhrzeit stimmt übrigens. Es ist wirklich komischerweise eine Stunde später, als überall steht. Wie im Flugzeug stand und ne, bla bla bla. Und auf jeden Fall, so sieht das hier alles aus in Cancun. So, kann ich mal die Umgebung zeigen. Es ist erstaunlicherweise auch gar nicht so warm. Ich stehe hier mit Pulli, habe sogar noch eine Thermo-Leggings unter meiner Jeans. Ich hab's nicht so warm. Was sagst du dazu, ist warm? Er steht mit T-Shirt, aber es ist nicht so warm, ne? Ja, auf jeden Fall hat alles super geklappt und es ging super, super schnell. Ich weiß noch damals, wo ich das erste Mal nach Cancun geflogen bin, da habe ich, glaube ich, eine halbe Stunde oder noch länger vor dem Einlass gewartet. Und heute ging das schon halt von 10 Minuten oder 5 Minuten mal mit durch. Bin jetzt gespannt auf mein Zimmer, weil ich noch nicht weiß, wie es aussieht. Ich hoffe, dass ich ein schönes Bett habe und nicht so eine alte, gammelige Matratze oder so. Weil das wäre schon toll, wenn ich da wirklich eine schöne neue Matratze habe. Und mehr Wünsche habe ich eigentlich gar nicht. Und dass ich dann schnell einkaufen gehe, weil eigentlich wollte ein Kollege von mir meine Klamotten bringen. Der hat noch so meine Sachen, da ist auch alles drin, Handtücher, Töpfe, Tassen, Duschzeug. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt kommt, weil er auch nicht weiß, wo ich wohne. Und der wollte eigentlich dahin gehen, wo ich vorher gewohnt habe. Egal. Auf jeden Fall muss ich dann erstmal, das erste, was ich machen muss, ist eigentlich einkaufen gehen. Duschzeug, damit ich duschen gehen kann, ja. Doch, wie ich aussehe, einfach nur. Nee, nee, nee. Okidoki. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich die Reise überstanden habe und ich bin voll topfit. Bist du auch fit eigentlich? Nee, siehst aber nicht so aus. Doch. Ja, ja. Es ist ja eigentlich jetzt so um... Ja, stimmt. Ja. Ja, jetzt ist es 10:06 Uhr, aber in Deutschland ist es 10:12 Uhr. Und wir sind noch topfit hier. Und jetzt fahren wir nach Cancun rein ins Centro. Auf jeden Fall voll cool, dass mich meine Nachbarn, meine Vermieter mal wieder abgeholt haben. Richtig gut. Ja, das ist ganz gut. So, ich bin gerade angekommen.
Tja, krass auf jeden Fall. Ich habe mir das mal ganz anders vorgestellt, muss ich sagen. Oh, ich bin so müde, aber ich muss mich echt zusammen sammeln, dass ich die richtigen Worte noch...